Mach's dir gemütlich, so dass es für dich gut ist und dass du es warm hast. Und nimm dir einen Moment Zeit, um anzukommen in dieser Meditation und dir jetzt einen Raum ganz für dich zu nehmen, wo du ganz zu dir kommen darfst. Wende dich nach innen, dir selber zu. Und zwischen zwei Klängen folge dieser Meditation, so wie es für dich jetzt gerade gut ist, ohne Druck, ohne Stress, mit Leichtigkeit und Freude. Zu Beginn nimm erstmal ein paar tiefe Atemzüge in deinen Brustkorb. Wende dich deinem Atem mit Bewusstsein zu. Du musst ihn nicht verändern, nicht bewerten. Lass ihn einfach laufen. Lass ihn ein- und ausströmen. Du kannst einen Moment lang deine Aufmerksamkeit an deine Nasenflügel richten, wo die Luft kühl einströmt und etwas wärmer wieder ausströmt. Dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf deine Bauchdecke richten, die sich mit dem Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Und dann spüre mal ganz bewusst den Untergrund, auf dem du sitzt oder liegst. Festigkeit, Halt, Unterstützung. Du bist in jedem Moment deines Lebens getragen und gehalten von diesem Untergrund. Bedingungslos, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Geschenk einen kleinen Moment bewusst genießen. Wenn du möchtest, kannst du deine Aufmerksamkeit als nächstes auf dein Herz richten. Vielleicht möchtest du eine Hand auf dein Herz legen, um deinen Herzschlag besser zu spüren. Diese Trommel, diesen lebendigen Rhythmus, der dich begleitet. Vielleicht hörst du es sogar, dein Herz.
Kraft des menschlichen Herzens ist immens. Und dein Herz kann sich auf alles einstellen, was du erlebst. Oft schwingt es sich sogar schon ein, bevor du überhaupt mitbekommen hast, dass etwas geschieht. So weise und so wunderbar ist dein Herz. Und wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, dass dein Herz auf einer bestimmten Frequenz schwingt und dass es sich verbindet mit den Herzen anderer Menschen. Die, die vielleicht gerade in deiner Nähe sind, aber auch die, die weiter weg sind. Für dein Herz spielt es keine Rolle. Und wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, dass du ein Licht, ein goldenes Zentrum in der Brust trägst. Und dieses Leuchten strahlt in die ganze Welt. Zuerst einmal in dem Zimmer, wo du bist, oder im Freien, wo du dich gerade aufhältst, um dich herum. Und das Leuchten wird immer größer und geht immer weiter. Wie eine Welle aus Licht. Und in großen Kreisen verbreitet es sich und trifft auf das Leuchten und das Licht anderer Menschen und anderer Lebewesen. Und da, wo sie sich treffen, entstehen kleine schimmernde Lichtmomente. Spielerisch und leicht und schön. Und du kannst es immer größer werden lassen über die Grenzen deines Landes hinaus, über den Kontinent hinaus, über die Weltmeere, zu den Lebewesen der Tiefe in den Meeren, bis es schließlich die ganze Welt umspannt. Und in diesem Gefühl kannst du einen Moment einfach sein. Du musst gar nichts tun. Dein Licht strahlt ganz von allein. Warm und leuchtend und fröhlich und golden. Und zu dir zurück kommt ganz viel Licht von anderen Menschen, von anderen Lebewesen. Nach und nach kannst du es wieder etwas loslassen, es wieder näher zu dir zurückholen, sodass es nur noch den Kontinent umspannt. Dann das Land, in dem du lebst. Dann die Stadt oder das Dorf. Oder das Haus, in dem du lebst. Jetzt füllt es noch das Zimmer aus, in dem du sitzt oder liegst. Und schließlich kehrt es ganz zurück in dein Brustzentrum, ganz nah zu deinem Herzen. Und wenn du möchtest, kannst du noch einen Moment damit zubringen, dieses Licht in deinem ganzen Körper zu verteilen. Auf und nieder, hin und her, in jeden kleinen Winkel, in die kleinen Fußzehen,
die Beine, das Becken. An der Wirbelsäule hoch, den Brustraum erfüllend. In die Arme und Hände bis in die Fingerspitzen. Den Hals und den Nacken, die Kopfhaut, ins Gesicht, bis dein ganzer Körper sich schön von Licht erfüllt anfühlt. Und dann kannst du noch einen Moment sein, in Stille, mit dir, verbunden mit allem, was lebt.